Hallo zusammen, ich bin der Michi Staub. Ich möchte euch gerne heute den Vergleich zwischen Alsan 170 und 176 zeigen, wie ich das anzuwenden habe, mit welchem Werkzeug. Nun mischen wir die Alsan 170 Grundierung mit 2% Katalysator an und mischen dies 2 Minuten lang. Beim Auftragen der Grundierung Alsan 170 ist darauf zu achten, dass die Schichtstärken eingehalten werden. Beim Applizieren beginnt man zuerst bei den Aufbordungen und anschließend in der Fläche. Ist man fertig mit dem Auftragen der Grundierung, sollte das Klebeband sofort entfernt werden. Nun zum Gegenvergleich, die Alsan 176 Kratzspachtelung. Die Alsan 176 wird mit der Glättkelle aufgetragen. Die Alsan-Grundierung 176 wird immer direkt auf dem Korn mit einer Glättkelle abgezogen. Auch hier ist es wichtig, nach der Grundierung die Klebstreifen wieder zu entfernen. Nun habt ihr gesehen, dass ihr mit der Alsan 176 auch die Aufbordungen grundieren könnt